In der Nähe dieses imposanten Hauses liegt eins der Geheimbüros des KGP. Und hier sind Clever und Smart zu einem streng geheimen Geheimtreffen verabredet. Da werden wir ja. Na mach schon, gib mir den Schlüssel, Clever. Der Alte hat wahrscheinlich einen schweinewichtigen Job für uns. Wir sollten keine Zeit verlieren und schnurstracks da reingehen. Na schön, aber für ein KGP-Büro sieht's reichlich runtergekommen aus, was, Boss? Wer gibt schon was auf Äußerlichkeiten? Die Tür ist aus furniertem Edelstahl und das Schloss ist ein Sicherheitsschloss. Warum nur dieser Sicherheitsfimmel? Wir haben noch gar nichts Wertvolles zum Klauen. So kommen nur altgediente Geheimagenten wie wir da rein. Hey, warte, Boss! Irgendwer hat den Fahrstuhl geklaut, ist hier wieder richtig reinspaziert und der hat den Fahrstuhl geklaut. Sicherheitsschloss. Was? Kopf hoch, Clever. Das kann doch zwei wie uns zwei nicht erschüttern. Der Chef hat nach uns verlangt. Möchtest du wissen, wo diese beiden inkompetenten Nieten bleiben? Nee, Chef. Hä? Irgendwer war hier drin und hat unseren Fahrstuhl geklaut. Hofgottchen. Chef? Ich weiß, dass er geklaut ist. Woher habe ich sonst wohl die Beule auf der Glatze? Ihr hirnverbrannten Torfköpfe! Tja, doof bleibt doof, da helfen keine Pillen. Dr. Bacterius ist doch ja kein unbekannter Jungs, der berühmte Biologe und Erfinder neuer Geheimformeln, nicht? Er wird uns seine neueste Erfindung vorführen. So habe ich ihn jedenfalls verstanden. Genau. Ich erinnere mich noch gut. Sie waren doch der mit dem Haarwasser. Sie haben doch damals dieses Wundermittel gegen Haarausfall erfunden. Na klar, jetzt weiß ich wieder. Und ich musste damals für das Zeug den Kopf hinhalten, kurz nachdem sich Bob Marley bei mir abgeguckt hatte, wie man Rasterlocken frisiert. Glatzen fusseln wenigstens nicht. Bei der neuen Erfindung handelt es sich um ein Atomspray zur Ungeziefervernichtung. Ich habe hier eine Probedose. Ist ja klasse. Und da ist ein Freiwilliger. Wollan, auf diesem Blatt hier sehen Sie ein Exemplar des Schweineductus gonocnabus. Ein Schädling, der sich vorzugsweise mit Vollwertgetreide die Wampe vollschlägt. Dann wollen wir dem Mistvieh mal ein bisschen Angst einjagen. Ja, und jetzt? Wahnsinn! Na sowas! Sieh dir das an, Clever! Ich mag nicht, lass uns lieber abhauen, hey, Smart! Keine Panik, Jungs! Was heißt hier Panik? Wir rennen um unser Leben! Das Viechen ist ganz harmlos, es hat bloß ein bisschen viel von dem Spray abgekriegt. Ich will es ganz einfach Vorsicht, warten Sie doch! Nein! Also, ich fürchte, der Käfer ist uns durchs Fenster entwischt, Chef! Sind Sie sicher, dass der harmlos ist? Natürlich, der tut keiner Fliege was zuleide. Jedoch andererseits kann man das von Dr. Bacterius leider nicht behaupten. Er ist vorbeigeflitzt und da habe ich ihn verfehlt. Also, meine Herren, ich habe den Eindruck, dass diese Erfindung eine große Gefahr für die Menschheit darstellt. Nichts wie weg mit dem Zeug. Am besten wir kippen es ins Meer. Wir versenken das Spray mitsamt seinem trottligen Erfinder auf den Meeresgrund. Das kriegen wir später. Schlimmer ist, dass Dr. Bacterius bis gestern eine zweite Spraydose hatte, aber die wurde von Agenten aus Tyrannien geklaut. Tyrannien? Das ist doch das Land, wo der brutale Diktator Bisgroschen regiert. Bacterius, Sie sind ein Idiot. Ich dachte, Bismarck, Groschen wäre eine Schnapsmarke. Ach, falsch. In unserem Film ist das ein Diktator. Ha, genau. Und Bisgroschen hat sich vorgenommen, das Spray in Riesenmengen herzustellen, Jungs. Stellt euch das nur vor. Wespen so groß wie Flugzeuge und Tausendfüßler so lang wie D-Züge. Das wäre für unser Land das Verderben. Wir werden bestimmt das Leibgericht aller Krabbeltiere echte Agentenschnittchen. Was sollen wir denn nur machen, Chef? Was sollen wir denn nur machen? Wir müssen heimlich nach Tyrannien reisen und das Atomspray zurückklauen, bevor Bisgroschen seine Massenproduktion in Gang setzt. Also... Ich habe hier zwei Fliegertickets für Ihre Reise besorgt. Na sowas. Im Flugzeug durften wir noch nie fliegen. Und ich habe immer gedacht, der Chef wäre ein entsetzlicher Geizkragen. Ein kleiner Pfennigfuchser und gnadenlos elender Geizkragen. Als er Fliegertickets sagte, dachte ich wirklich, wir würden mal erster Klasse verreisen. Wer ahnt denn, dass so ein bekloppter Busfahrer seine Klapperkiste Flieger nennt? Mich hat das gerissen. Haben Sie mein Gebiss gesehen, junger Mann? Seit wann brauchen denn Babys einen Fahrschein, Herr Schaffner? Seit wann haben Babys Bärte? Sie können dem Milka-Opa das Lätzchen und die Windeln wieder abnehmen. Mama, meine Vogelspinne ist abgehauen. Also im Baedeker steht, dass Tyrannien berühmt für seine Gastfreundschaft sein soll. Achtung! Eine klitzekleine falsche Bewegung und es donnert, Herrschaften! Alle Busreisenden aussteigen, Papiere, Ausweis, Impfpass, zack, zack! Oh,
Heul, Suse, das ist bloß eine kleine Formalität. Sowas nehmen die Jungs doch nicht weiter ernst. Also, ich habe den Eindruck, die gucken ziemlich genau hin. Aber die Zeit wird langsam knapp. Wir müssen uns an den Wachen vorbeischleichen. Hey, Boss, ich habe eine tolle Idee. Wie wär's mit Verkleiden? Zeig, was du dabei hast, und wir machen eine Modenschau. Also, du ziehst das da an und ich nehme dies hier. Alles klar, Boss? Und du hältst das wirklich für eine gelungene Tarnung, Clever? Klar doch. So erkennt uns keiner. Und vollkommen unverdächtig, was? Halt, du Flattervogel, halt! Ich informiere besser den Kommandanten. Herr Kommandant! Herr Kommandant, ein Riesenvogelstrauß will ohne Ausweis über die Grenze. Vogelstrauß, sagten Sie gerade? Vogelstrauß gefreit? Ja, ein Vogelstrauß mit so Federn und ganz flinken Füßen und einem kahlen Hals. Oh, au! Oh, ich verstehe. Vogelstrauße brauchen keine Ausweise. Sie dürfen passieren. Ich krieg die Motten erst durch. Na, dann versuche ich mal mein Modell. Haha, schwupps. Irgendwie hätte ich ja lieber eine Verkleidung gehabt, die ein bisschen mehr auf Taille geschnitten ist. Brr, stehen geblieben. Nach Artikel 3 Absatz 4 werden heute alle Esel gegen Maul- und Klauenseuche geimpft. Halt! Alarmstufe Rot! Der Esel ist ein Spion! Na, was für ein Pech. Schauspielerlektion Nummer 1. Halte deine Rolle durch. Heiliges Maultier, voll auf die 12. Und wer rettet ihn unter Einsatz seiner Hühneraugen? Die passende Verkleidung habe ich sogar im Westentäschchen. Auf die fällt jeder rein. Pietrek! Sorgen Sie dafür, dass Ruhe herrscht! Ich muss arbeiten! Psst! Alles in Butter, Meister Popper, General. Ja, Agent Clever, angenehm. Jetzt hätte ich mich beinahe verraten. Militärisch bin ich keine Leuchte. Hab nur Ersatzdienst gemacht. Im Frühtau zu Berge. Weil alle Mann austreten, aber in Reih und Glied vorwärts und nicht vergessen, aber zack, zack. Und bei der Musterung alle Rekruten von Feldjägern ins Feld jagen lassen. Das ist ein Auftrag, ein Befehl. Und ein Zivilist, ein Spion, hat nicht gedient. Schnappt ihn euch! Robert, Renner! Dürfen wir schon schießen? Sie gefälligst ab, bis wir den Feind im Visier haben, Schmidt! Ich werde nicht mehr. Sie sind mit der halben Armee hinter mir her. Was nun? Guck mal, ein Mistkäfer. Du hilfst mir doch sicher gern aus der Patsche, kleiner Freund. Ein Spitzerchen Atomspray. Wo hat sich diese Filzlaus verkrochen? Na, das erzähl ich dir eine Wanze. Komm, Andy! Rückzug, bevor die Wanze runtertritt! Ein, zwei. Ich liebe diese Stille, die Ruhe und all den Frieden. So richtig schön erholsam. Ah, die Männer sind zurück. Die haben sicher ihren Freund dabei. Ein, zwei. Der Spion ist entkommen, Herr Kommandant, weil wir wurden von einem Mistkäfer angegriffen. Klasse, ihr Idioten. Ihr wandert alle Mann für 30 Tage in den Bau. Mistkäfer. Die Spezialeinheit von Tyrannien wird von einem Käfer verscheucht. Ich weiß wirklich nicht, wo das noch hinführen soll. Hey, pass auf, wo du hintrittst, du dämlicher Mistkäfer. Verzeihung, aber müssen wir wirklich immer noch in den Bau? Oi. General Bunsen, wir sind umzingelt worden von einem Monster-Mistkäfer. Ich verstehe nur Mistkäfer, Kommandant. Sie mit schwerer Artillerie und Panzern dazwischen. Sie wollen meine Panzer als Kammerjäger? Sind Sie denn völlig übergeschnappt? Sollten wir Ihrer Ansicht nach Abfangjäger oder Cruise-Missiles schicken, damit der Käfer nicht Ihre Scheiß-Baracke platt macht? Und tschüss. So ein riesiger Haufen Schei. Oh, wei, der Boss sitzt da noch mittendrin in dem Klumpen. Den muss ich da ja noch schnell rausholen. Und zwar mit der Groschenmethode. Erwischt. Absolut narrensicher. Na ja, bei seinem Gehalt. Ich hab Burschen. Sekunde, Abteilung, halt. Da kommt naja, vielleicht nimmt uns der Fahrer ja freundlicherweise in die Stadt mit. Alle Maschinen, stopp. Wenn's recht ist. Hey, du brennst denn? Hab ich irgendeinen Krieg verpasst? Aber nein, wir sind Touristen. Würden Sie uns mit in die Stadt nehmen? Aber klar, steigt ein. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du nicht so mit den Zähnen klappern würdest. Das versuche ich ja, Boss, aber ich fürchte, dass die neue Haftcreme nichts taugt. Habt ihr zwei Platz genug? Passt bloß auf, dass ihr nicht auf meine Bombe tretet. Bombe?
jederzeit bereit, sag ich immer. Wer zu spät in den Krieg zieht, den bestraft das Leben. Deshalb kümmert sich Präsident Biskroschen ja auch persönlich um die neue Angriffswaffe. Ich mach mal das Radio an. Stellt euch vor, wir verpassen eine wichtige Kriegserklärung. Achtung, eine wichtige Durchsage. Zwei feindliche Spione haben sich heimlich in unser Land geschlichen und müssen um jeden Preis unschädlich gemacht werden. Der eine ist groß und trägt eine Glatze mit Brille, der andere ist kleiner, sieht doof aus und hält zwei einzelne Haare für seine Frisur. Drei Schießbudenfiguren wie die haben wir im Leben noch nicht gesehen, was, Boss? Aber ich schon. Glatze mit Brille, kleiner Doofer mit zwei Haaren. Donnerschlag, die waren doch eben gerade noch hier. Ich muss auf der Stelle die Polizei informieren. Guck, da vorne an der Brücke ist ein Schild mit Wellen drauf. Und das heißt, dass unter der Brücke ein Fluss ist, also, oder? Also hüpfen wir in den Fluss, wenn wir auf der Brücke sind. Du hast nicht zufällig eine Badehose dabei. Jetzt werd hier mal nicht pingelig. Los, Boss, spring. Sag mal, Boss, kannst du eigentlich schwimmen? Du hast mal wieder mehr Glück als Verstand. Der Fluss, der ist total ausgetrocknet. Wir sollten es nicht herausfordern, unser Glück. Wer weiß, wie schnell das Wasser zurück ist. Ach schon, da hinten kommt unser Lasttaxi, Boss. Also, folgender Notplan spukt mir durchs Hirn. Rauf auf den Baum, hops auf den Lasttaxi. Und so kommen wir in die Stadt. Nur noch ein paar Meter, Boss. Auf die Äste, fertig, los. Das Schweinerei im Zementlaster. Erst haben wir kein Glück und jetzt kommt noch eine Menge Pech dazu. Da vorne ist eine Baustelle. Klasse, dann melden wir uns gleich als Backsteine beim Polieren. Die Karre hält an, spring. Wo bleibt der Maurermeister? Wir müssen uns waschen, bevor das Zeug trocken wird. Was ein Zufall, Boss. In den Tonnen ist Wasser also drin. Los! Heißer. Sauber. Und du? Meins war eine Teertonne. Oh, weißt du, Boss, es hätte schlimmer kommen können. Also Kopf hoch, Boss. Du bist wieder sauber und unser Film muss ja weitergehen. Lass uns in die Hauptstadt ziehen und Biskroschen das Handwerk legen. Sieht doch hier ganz gemütlich aus, nicht, Boss? Am besten, wir tun ganz unauffällig. Oh, habt ihr Tomaten auf den Augen, ihr Blindfische? Verzeihung, wir machen das gleich wieder gut. Während Sie das Plakat ankleben, halte ich Ihnen den Leibtopf. Na schön. Ah, auf ruhig bleiben. Ganz ruhig. Du bist klasse getroffen, Boss. Ich habe die fremden Spione gefangen. Hilfe, Überfallkommando, wo bleibt die Polizei? Eben waren sie noch hier. Abgehauen. Hallo, Fräulein, haben Sie gerade zwei fremde Spione auf der Flucht gesehen? Oh, Shalamalam, Oshinchilla, Ole. Ach, Verzeihung, mit Chinesen kenne ich mich nicht so Schala, aus. Baby, balla, balla. Und ich sag noch, bück dich nicht. Ich hab ja bloß versucht, meine Rolle durchzuhalten. Keiner wird Notiz von einem Rockmusiker nehmen, der seinen Opa Gassi führt. Als erstes müssen wir rauskriegen, wo Biskroschen sein Hauptquartier hat. Wo bitte ist der Präsidentenpalast? Geradeaus über den Walhalla-Platz und dann gleich links. Oh, fein. Verbindlich. Danke, lieber Freund. Hilfe, die Spione! Wo bleibt die Polizei? Da ist der Palast. Und Wachen, soweit das Auge reicht. An denen müssen wir irgendwie vorbei. Ich hab ne dalle Idee. Och nee, nicht schon wieder so ein Superplan. Was mögen Tyrannen am wenigsten? Freie Wahlen, glaube ich. Ha, hört, hört. Freie Wahlen, freie Wahlen für ein freies Tyrannien. Na fein, wir sind drin. Und wie geht's nun weiter? Warte. Na also, wer sagt's denn, ne? Siehst du den Wärter, Boss? Nee, das klar und deutlich. Der Mann ist draußen und wir sind hier drin. Und die Spinne und? Über ihm? Die sehe ich auch. Tja, dann nehmen wir zunächst ein Spritzerchen Atomspray. Ach du liebes Lieschen. Hey, was ist? Schlecht geträumt, Kollege? Hilfe, eine Spinne. Ah, der Fettsack hat Schiss vor Spinnen. Bleib hier, ich mach sie zu. Bist du das kleine Tierchen, hä? Und dann brauchen wir nur noch meine Anglerverkleidung und ein bisschen Anglerglück. Na, wer sagt's denn? Petri Heil. Und nichts wie reines Vergnügen. Warte! Ach, Herr Obergeheimpolizist, der Präsident möchte Sie sehen. Wie schön. Ach, Präsidentchen, Sie wollten mich sehen. Ich bin's, der Chef von der Geheimpolizei. Verstehe ich nicht. Kommen Sie rein und berichten Sie mir von den Spionen, die über die Grenze wollten. Also genau genommen sind Sie hier im Palast? Was hier? Sind einfach ausgekniffen. Die wollen sich wahrscheinlich das geklaute Atomspray zurückholen. Aber das haut ganz sicher nicht hin. Ich werde es einfach verbieten. Wieso muss ich mich eigentlich dauernd als Kiste verkleiden? Rolle durchhalten, Boss, dauert auch gar nicht mehr lange. Also, ich verstecke das Atomspray und Sie schnappen sich die Spione. Wehe, nicht. Oh. Wenn die sich das Atomspray zurückklauen, bevor ich die Formel weiß, ist doch mein schöner Plan im Eimer. Oh, die Flasche, wo ist sie? Ich weiß nicht. Man fairer tauscht, nicht schimpfen. Rechter, gib deinen Aus. Lass dir vor deinen Augen das Atomspray klauen, hä? Dürfen die einfach so abhauen, Präsident? Auf, haltern! Sie dürfen nicht entwischen! Wo sind meine Wachen? Noch nie was von Atemschutz gehört, wer? Ach, durch die Mitte, Boss. Okay. Oje. Du sag mal, war das Fenster noch zu? Na los, und weiter geht's. Oh nein. Wunderbar, da wartet unser persönliches Panzertaxi. Heizer! Anschnallen, Boss, und heißer! Beim Schrankenwärter ist die Schranke unten. Ah, ach, nix, Boss, da müssen wir durch. Nein! Und tschüss! Da
vorne ist schon wieder eine Schranke klar. Pass auf, daraus mache ich einen Zahnstocher. Die fremden Spione, haltet sie auf! Und was eine Metapher ist, erkläre ich dir dann in der nächsten Folge. Sie sind weg, haben einfach den Chefpanzer geschnappt und sind weg! Ach, sie, nichts nutzt sie! Wir flitzen ruckzuck in die Garage, schnappen uns den Zweitwagen und nichts wie hinterher! Biskroschen, der Blödmann gibt uns einen Fluchtweg an die Armee durch! Achtung, Achtung, an alle Einheiten! Hier ist Präsident Biskroschen am Rohr! Die Spione wollen über die Grenze! Haltet sie auf! Auf der Straße sind wir zu auffällig! Lass uns quer für den Einfahren! Geht klar, Boss! Schön, schön! Festhalten! Hast du nicht ein Karnickelblatt gemacht? Kollege? Sie haben die Bundesstraße verlassen und fahren nun querfeldein. Augen auf! Wir müssen diese Schurken unbedingt erwischen! Meine Schweinchen! Meine armen kleinen Schweinchen! Ich bin untröstlich, aber wir müssen dringend weiter. Hast du eine Ahnung, was der mit dem Knüppel vorhat? Ich mach euch fertig! Ihr habt meine kleine Farm ruiniert! Ich mach euch fertig! Ich bring euch um! Na, wartet! Schneller, schneller, bitte beeil dich! Ich fliege, Boss, aber ich bin ja nicht Katrin Krabbe. Hier sein, geben Sie gefälligst Gas! Schönen guten Tag. Haben Sie zufällig zwei Männer gesehen? Einer mit Kassengestell und, hier stimmt was nicht. Was ist Ihnen denn über die Leber gelaufen, Bester? Mach dich nicht unglücklich! Das wird dich Kopf und Kragen kosten. Ich bin Biskroschen. Ich sage dir, bis hier und nicht weiter. Du blöder Bauer, Schweinepriester, ich bin Biskroschen. Hast du gehört? Ich glaube, da gab es einen Zusammenstoß. Das ist mir wurscht. Ich will einfach nur über die Grenze. Nein, mein Präsident, das war keine Revolution. Das war nur ein ganz Schweinepriester. Bingo! Präsident, riskiert Sie mein Auge, da sind die Spione. Warte. Nein, ich bin fertig. Ich will nicht mehr. Ich mache nicht mehr. Ich ergebe mich. Oh, Schatz, Atomspray. Überraschung. Robert's Boss Biskroschen macht eine gratis Grashüpfereinstunde und sein Herz hüpft vor Freude, glaube ich. Sachte, was für ein flotter Käfer. Brrr. Ihr Opernglas, Oberst Bonschen, voilà. Was sehen meine Argus-Augen? Die Spione wollen über die Grenze, aber wir werden ja sehen. Panzerschütze Schulze, eröffnen Sie das Feuer jetzt! Idioten, ich verlange etwas mehr Zielsicherheit! Eins und eins und eins und eins und eins. Befehl an alle! Feuert, was das Rohr hält! Kopf hoch, Boss, als Atomsprengstaffel sind wir olympiareif. Hey, da schießt doch wer. Ich muss unbedingt meinen Präsidenten beschützen. Hallo, hier naht ihr Obergeheimpolizist. Ich komme, ich eile, Sir. Oh, ja, voll ins Schwarze. Ich höre was pfeifen. Ich fürchte fast... Ich fürchte auch. Hey, meine Panzer sind da. Ich werde mir diese Spione höchstpersönlich schnappen. Halt, alles anhalten. Hey! Ich möchte wissen, wo dieser Idiot seinen Panzerfahrerführerschein gemacht hat. Na, warte, der kann was erleben. Ich werf Sie den Hamstern zum Fraß vor. Halt! Aufmachen oder Sie kriegen gewaltig auf die Glocke! Wir kaufen nichts an der Tür. Oh, oh, das Kommando hat hier wer? Oh, der, ich fürchte, ich. Jetzt habe ich das Kommando. Ich bin hier der Chef. Oh, laut und deutlich, Sir. Vorwärts, alle Hindernisse aus dem Weg räumen. Mit dem Baum, da fangen wir an. Sie haben uns entdeckt. Ich nehme meine Wurzeln in die Hand und dann ab durch die Mitte. Alle Maschinen, stopp! Um 90 Grad die Kanonenrohre links, schwenk, Marsch, aber ein bisschen plötzlich. Oh, also, ja, und was machen wir jetzt, Herr Präsident? Hallo? Sie Idiot, feuern, was das Zeug hält! Klar, ich suche nur schnell das Knöpfchen. Mehr! Mehr! Ja! Ja! Mehr! Oh, Banausenruhe! Mensch! Kanonenkugel kommt geflogen, flattert nieder vor meinem Fuß! Feuer! Volles Rohr! Peng, peng! Sieht aus wie ein Flussboss! Ach, ich fürchte, da kommen wir niemals rüber! Vielen Dank für die Hilfe, Jungs! Sie entwischen uns! Die ganze Brigade hinterher, vorwärts! Eins und eins. Sie sind uns auf den Fersen. Hey, guck mal, ein Ameisenhügel. Ich hab da einen Plan. Was denn für ein Plan? Pass auf. Hier kommt der Geist aus der Flasche. Den Kollegen wird Biskroschen seine Freude haben, Boss.
Gleich haben wir die Kerle erwischt. Noch ein paar Meter und der Feind ist geschlagen. Feuern! Alle Mann auf die Ameisen! Feuern! Schießt! Erledigt! Die neue Baracke ist bezugsfertig, Herr Kommandant. Es wurde auch allmählich Zeit. Ich mag nicht mehr auf dem Holzklotz hocken und meine Formulare auf einer Kiste ausfüllen. Also, weg mit dem Scheißding! Präsident, ich bin's, mein Präsident. Also die Spione wollten an der Grenze bei den Wachsoldaten vorbei, aber dann wurden sie ruckzuck eingekesselt. Bring sie her zu mir. Geht nicht, die Wachsoldaten sind doch von Termiten eingekesselt worden. Die Spione, die sind doch wahrscheinlich längst zu Hause. Was denn? Versager. Ich kann doch nichts dafür, Sir. Was soll ich sagen, meine Herren? Alle Zeitungen berichten von der guten Tat, die Sie vollbracht haben. Vorzüglich. Ach ja, ehrlich? Tja, hören Sie, alle Truppen von Tyrannien wurden von Monsterameisen besiegt. Die Soldaten haben gekündigt und werden Schweinezüchter. Präsident Biskroschen hat abgedankt und kuriert eine Ameisenphobie aus. Zu diesem Zweck weilt er in einem Sanatorium. Wahrscheinlich wird Tyrannien künftig eine Musterdemokratie. Also schön, Jungs, was uns noch bleibt, ist, das Atomspray zu vernichten. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Freunde. Also, schicken Sie doch bitte den Doktor rein und sagen Sie, Bakterius, wir brauchen seinen fachlichen Rat. Guten Morgen, meine Herren. Na sowas? Verehrter Doktor, was ist denn mit Ihnen geschehen? Ich spreche an sich nur ungern darüber, aber ich habe ein Wachstumsmittel erfunden und es blöderweise im Selbstversuch getestet. Der Rest vom Atomspray, vernichten Sie das. Kein Problem, wird sofort erledigt. Man kippt die Substanz einfach in einen Eimer mit reinem Alkohol. So verliert sie ihre Wirkung. Oh nein! Wartet auf mich! Ich will auch mal hauen! Als Team sind wir unschlagbar, denn wir sind schwer auf Draht. Die bösen Buben fürchten sich vor Clever und vor Smart. Wenn irgendwo Gefahr droht, dann stehen wir parat. Geheimagenten, so wie wir, sind clever und sind smart. Clever ist ein cleveres Kerlchen. Er verkleidet sich im Handumdrehen. Smart hat manchmal eine lange Leitung, doch ohne ihn wär's halb so schön. Bedrohen finster Burschen unseren armen Staat. Da sind wir zwei zur Stelle, immer clever, immer smart. Das Beste auf der Welt, das ist ein guter Kamerad. Zu zwei sind wir unschlagbar. Ich bin clever. Ich bin smart. Clever und Oli. Smart wie und je. Wir beide sind die Top-Agenten von der KGB. Auf!